Hallo, heute zeige ich euch, wie ich dieses Häuschen gemacht habe. Zuerst nehme ich eine Spitze von dem Tannenbaum. Der letzte Quirl ist das. Den habe ich abgeschnitten, als die ausgedehnten Tannenbäume auf dem Grundschnitt gelandet sind. Ich habe alle Nadeln entfernt und jetzt nehme ich zwei dünne Flechtruten. Mit den zwei werde ich sogenannte Pfitze flechten. Ich lege zwei dünne Spitzen in zwei aufeinanderfolgende Zwischenräume. Jetzt flechte ich mit der linken Rute einmal vor eine Rute und einmal hinter eine Rute. Oder beziehungsweise hinter einem Trieb vom Quirl. Auf diese Art flechte ich immer weiter. Wenn eine Rute zu Ende ist, verlänge ich sie nach der Regel dick auf dick, dünn auf dünn. Ich stecke das neue dicke Ende unter das alte und so flechte ich weiter. Wenn die Ruten mit dünnen Enden auslaufen, nehme ich neue und stecke die neue dünne Spitzen dazu und flechte ich weiter am Anfang überlappend mit zwei Ruten. Nach ein paar Runden muss ich zu den Trieben von Quirl, muss ich nach ein paar neue Stöckchen, Weidenstöckchen dazu stecken, weil die Abstände zwischen den einzelnen Trieben einfach zu groß werden. Und so stecke ich zu jedem Ast vom Quirl, stecke ich noch zwei dazu. Einen rechts und einen links. Ich nehme ein dickeres Stöckchen von der Weide, messe die Länge ab, so dass es nicht zu lang ist, spitze es flach an und stecke es direkt neben dem Trieb. Einmal auf der rechten Seite und gleich noch auf der linken Seite auch. Auf diese Art entsteht das Dach. Hier sieht man, wie er aussieht, wenn er die gewünschte Größe erreicht hat. Hier sieht man noch, dass neben jedem Trieb vom Quirl sind noch zwei Weidenruten dazu gesteckt. Ich habe mir auch einen Boden von dem Vogelhäuschen geflochten. Das ist ein ganz normaler Korbboden. Wie man den macht, habe ich mal in einem extra Video gezeigt und das verlinke ich hier im Bild. Die zwei Teile sollen etwa dieselbe Durchmesser haben. Jetzt muss ich die beiden noch verbinden. Zuerst muss ich aber noch die Wände vom Vogelhäuschen flechten. Dafür nehme ich mal Weidenruten, die etwas stärker sind, und stecke sie in den Boden rechts und links von den Bodenstarken. Mein Boden war aus 3x3 Starken gemacht, deswegen ergibt es 12 Enden und ich stecke hier bei dem Vogelhäuschen auch genau 12 Seitenstarken, genauso viele, wie viel ich in dem Boden hatte. Jetzt mit Hilfe vom Messer biege ich sie alle hoch und binde oben zusammen. Im nächsten Schritt flechte ich die Wände von meinem Vogelhäuschen. Dazu verwende ich dünne Weidenruten von verschiedenen Sorten, sowie diese schöne Hartriegelruten in Grün und in Rot. Hier fange ich an, die Kimme zu flechten.
Wie man eine Kimme flechtet, habe ich auch schon mal in einem anderen Video erklärt, das verlinke ich hier im Bild. Aber es ist ganz einfach, man flechtet immer mit der linkesten Rute einmal vor zwei Ruten und hinter eine. Gleichzeitig flechtet man immer mit drei Ruten. Jetzt nehme ich mal den schönen roten Hartriegel. Die Farbe gefällt mir besonders gut. Die Wand vom Vogelhäuschen ist jetzt hoch genug. Jetzt komme ich zu dem schwierigsten Teil von dem Gesamtprojekt. Jetzt muss ich mal das Dach mit dem Boden verbinden. Dafür mache ich erstmal auf eine gleiche Höhe einen Knick bei den Seitenwänden. In meinem Fall waren das 18 cm. Wenn ich sie alle geknickt habe, ein paar Zentimeter über dem Knick mache ich wieder einen flachen Schnitt. Am Anfang mache ich ihn lieber etwas länger, weil ich kann es immer kürzer schneiden. Wenn ich es aber zu kurz geschnitten hätte, könnte ich es halt nicht wieder verlängern. So, jetzt stecke ich mal das Dach oben drauf und versuche mal alle Enden geschickt neben den Trieben im Dach reinzustecken. Oft sind sie noch zu lang, aber dann spitze ich sie nochmal an und gegebenenfalls auch verschiebe ich den Knick etwas weiter nach unten. Es ist auch ganz normal, dass das Dach nicht so 100% symmetrisch ist und die Höhe nicht überall gleich ist. Manchmal muss ich ein bisschen nachklopfen. Das ist ein bisschen eine Fummelarbeit. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man das hin. Jetzt werde ich noch weiter am Dach arbeiten. Diese rausguckende Seitenstaken werden jetzt noch weiter umflochten, so dass man die Verbindungsstellen überhaupt nicht mehr sieht. Jetzt nehme ich wieder mal zwei dünne Weidenruten, stecke ich mit den Spitzen in die Zwischenräume und flechte genauso, wie ich vorher das Dach schon mal gemacht habe, mit Fitze. Das heißt, die linke Rute einmal vor einer und einmal hinter einer. Und auf diese Art flechte ich noch ein paar Runden. Wenn mein Dach jetzt groß genug ist, muss ich noch einen Rand vom Dach flechten. Dafür muss ich zuerst mal die rausguckenden Seitenäste abschneiden und an der Stelle immer eine neue Flechtrute dazustecken. Also genauso viele, wie viele ich von den Seitenästen vom Dach hatte, genauso viele brauche ich jetzt, um damit einen Rand anzuflechten. Ich spitze sie dann wie gewohnt an und stecke rechts neben der Stake. Damit werde ich jetzt mal den Rand flechten. Der Rand, den ich jetzt flechte, heißt dreipaariger Zuschlag. Und wie man ihn genau macht, zeige ich mal in einem anderen Video, was ich hier im Bild verlinkt habe.
Damit mein Vogelhäuschen schon sauber und ordentlich aussieht, ziehe ich nochmal die dünnen rausguckenden Spitzen nach innen. Wenn ich sie innen abschneide, sieht man die Enden nicht mehr. Zum Schluss muss ich noch alles ausputzen, alle Enden abschneiden und dann ist mein Häuschen fertig. So, mein Vogelhäuschen ist jetzt fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Dieses Häuschen ist natürlich nicht wasserdicht. Also es ist immer gut, wenn ihr das irgendwo unterm Dach aufhängt. Dann habt ihr lange Freude dran und natürlich auch die Vögel haben lange Freude dran. Und denk mal dran, die Vögel sollte man nicht nur im Winter füttern, sondern auch im Sommer. Das können sie immer gut gebrauchen. Also viel Spaß bei Vögel beobachten und erstmal beim Vogelhäuschen bauen. Tschüss, bis zum nächsten Video. Boah, ist ja richtig kalt hier. Wir haben jetzt den 8. März und es ist überall so kalt. Also überall ist Raureif. Schaut mal hier. Richtig kalt.